Hallo meine lieben Schätzleins und all die, die so nicht genannt werden möchten, und willkommen zu einem neuen Review einer Uhr, ja, bei der ich mich tatsächlich frage, kann Steiner da bald einpacken? Ist das so? Also ich muss sagen, es ist definitiv, wenn die so weitermachen, eine massive Konkurrenz. Selbstverständlich glaube ich, dass beide Unternehmen parallel weiter bestehen werden, weil sie sich ganz anders ausrichten. Aber man hat ja in Deutschland immer lange nach einer, ich sage es mal, wirklichen Konkurrenz gesucht, die auch preislich an das Gefüge von Steinhardt herankam. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich sie hier gefunden habe. Und ich denke, ein paar von euch werden sie kennen, aber die meisten von euch, ja, vielleicht eine neue Liebe gewinnen. Und die Rede ist von der Circular Aquasport 2. So, und zwar haben wir hier wirklich eine kleine Granate. Klein tatsächlich, denn 40 mm, das ist nicht groß. Aber wenn ich euch jetzt gleich die Features dieser Uhr näher erläutere, dann werdet ihr wahrscheinlich genauso begeistert sein wie ich. Kommen wir jetzt, ich möchte hier zuallererst den Preis vorweg schicken und euch dann noch erläutern, was ihr für diesen Preis bekommt. Diese Uhr hier bekommt ihr für 599 Euro. Das ist eine Ansage. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was ist denn Circular überhaupt für eine Marke? Dann lasst euch gesagt sein, dass das ein altes, eingesessenes, in dritter Generation geführtes deutsches Unternehmen aus Pforzheim ist. Gegründet vom Opa Heinz 1955 und nun in der neuen Generation vom lieben Cornelius, mit dem ich jetzt in Kontakt stehe, weiter, ja, ausgebaut, weitergeführt und das mit sehr viel Leidenschaft, denn wenn ich mir diese Uhr angucke und gerade wenn das Licht hier drauf changiert, das erwärmt mein Herz, meine Lieben. Jetzt gucken wir uns die Uhr mal im Detail an. Was sofort auffällt, ist die auffällige Optik. Das ist natürlich ein 70er Jahre Design, diese typische Form des Gehäuses. Und ich könnte mir jetzt meine Gottlieb-Wendehals-Brille aufsetzen und mit euch eine Polonaise machen. Aber das machen wir jetzt nicht. Aber kleine Hommage an die 70er. War das überhaupt 70er? Nee, das war wahrscheinlich sogar eher 80er, oder? Nee, Ende 70er. Ah, wie alt war ich da? Ich glaube, da bin ich mit dem zarten Alter von 5 noch um den Tannenbaum gehüpft. Ich weiß es aber nicht genau. Okay, auf jeden Fall. Vintage, ja, aber so viel Coolness und Moderne finde ich dabei. Gerade, das sieht man ja auch an diesem Ziffernblatt. Das Ziffernblatt hat eine Wellenstruktur. Und durch den Schliff, das ist ein Sonnenschliff, changiert das. Und zwar so, dass, ja, im Prinzip typisch für das Changieren ist ja, dass ihr dunkle Elemente und helle Elemente habt. Und hier habt ihr dadurch eben, ja, so eine Art karibisches Wasser. Ja, denn ihr habt in den hellen Elementen ein wunderschönes Blau, ein türkises Blau und dann habt ihr dunkle Elemente, die das so ein bisschen, ja, in diesen typischen, da fehlt noch eine Palme drauf und ihr könntet denken, hey, ich bin am Strand. Passend dazu, wo ich jetzt an Palme denke, kommen wir zum Tropical Kautschukband. Tropical ist natürlich, ich hatte zuerst gedacht an Madonna, Tropical the Island Breeze, hä? La Isla Bonita, ihr wisst, würde zum Design passen, oder? Nein, ist es aber nicht. Es gab ja mal in den 70ern die Tropic-Kautschuk-Armbänder. Und das war dieses typische Muster, die diese Armbänder hatten. Und deshalb hat man sich hier dazu entschieden, das Ganze Tropical zu nennen. Und vom Kautschuk her ist es ein EPDM-Kautschuk. Das ist so das Hochwertigste an Kautschuk, das ihr bekommen könnt. Riecht so ein bisschen wie alter Gummibaum. Aber hochwertig. Nein, also ist jetzt kein unangenehmer Geruch oder so. Es riecht halt wirklich nach Kautschuk. Und von der Griffigkeit her und auch von dem, kennt ihr diese Staubfänger? Gerade wenn ihr Silikonbänder habt und so weiter. Da gibt es ja bestimmte, da streift, die gucken nur irgendeinen Stoff an oder irgendwas anderes und die ziehen sämtliche Partikel an. Und das habt ihr hier schlicht und ergreifend gar nicht. Und diese Haptik dieses Kautschukbandes ist
ultra hochwertig. Und das sind so Details, und ich habe jetzt noch gar nicht mal mit der Uhr selber angefangen, die diese Uhr und diese Marke absolut als besonders hervorheben. Aber jetzt kommen wir zur Uhr weiter. Wir haben hier so eine Art Sandwich-Ziffernblatt, wenn man das so sehen möchte. Also im Prinzip ist es ein strukturiertes, mit verschiedenen Ebenen aufgebautes Blatt. Wir haben die Minuterie in weiß und auf der Minuterie sitzt dann nochmal die Stundenindizes etwas erhöht. Und das Schöne daran ist, die gesamte Minuterie leuchtet. Ja, auch hier ist wieder Superluminova verwendet worden, BGW9 auf der Minuterie, C3 auf den Zeigern. Dadurch habt ihr blaues Leuchten drumherum, wieder grünes Leuchten auf den Zeigern. Ja, auch wieder so ein tropischer Gimmick. Ja. Tropical the Island Breeze. Wenn dann euer Blick so über die Saphirglas-Lünette auch sehr schön schweift und dann auf die Krone an der Seite kommt, finde ich zum Beispiel hier wieder super schön, ich stehe ja auf Orange, man hat die orangen Elemente der Indizes nochmal in der Krone mit einem kleinen orangen Ring erfasst. Das sind so Detailverliebtheiten, die ich sonst tatsächlich nur bei unserer Marke kenne. Und wir wissen, mit wie viel Leidenschaft wir dabei sind. Und ich glaube, da der Cornelius ist mit mindestens gleich so viel Leidenschaft bei seinen Uhren dabei. Und dann kommen wir auf die Krone selber, wo das Logo drauf ist. Und das Logo auf der Krone ist ebenfalls mit Superluminova befüllt. Das heißt, das leuchtet, lacht. Braucht kein Mensch, ist aber einfach nur geil. So. Gehäuseverarbeitung, super top, feinste Schliffe, also wirklich sehr schöne, feine Schliffe, polierte Kanten, scharfkantig, aber nicht kratzend, ja, also wirklich an jeder Stelle, es ist egal, wo ihr hinlangt, es ist scharfkantig, es ist wunderbar abgesetzt, aber es ist keineswegs, also nicht scharfkantig, es sind scharfe Kanten, aber es ist keineswegs scharfkantig. Sehr gut. Verschraubter Boden, schönes, geprägtes Logo mit so einem kleinen Taucher. Ist auch so typisch 70er-Jahre-Style. Also man hat sich hier einfach gedacht, wenn ich schon eine 70er-Jahre-Vintage-Uhr mache, dann aber richtig. Und das honoriere ich. Das finde ich super, wenn man wirklich so mit dieser Leidenschaft dabei ist, dass man eine Uhr entwickelt, die, ja, bei der man spürt, dass man einfach sich selber damit eine Freude machen wollte. Das glaube ich ganz fest. Die Lünette, 120 Klicks, dreht sich sehr fest, aber keinerlei Rückspiel, also ein Hauch, aber eigentlich nur, nee, eigentlich gar nichts. Also wirklich schön, dadurch muss sie natürlich was fester sein, sonst kriegt ihr das nicht hin, aber ihr hört sich sehr gut an, robust, passt. Auch das wieder sehr, sehr schön gelöst. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, da drin läuft ein SW200-Werk und wir haben ein doppelt entspiegeltes, leicht gewölbtes Saphirglas auch noch. Und diese gesamten Features jetzt, ja, ich guck mal, ob ich nicht irgendwas noch vergessen habe, damit ich nicht irgendwie denke, hey, nein, doch, 200 Meter Wasserdichtigkeit, okay, Taucheruhr, wichtig. Diese gesamten Features. Und das für 599 Euro. Und im Übrigen gibt es einen kleinen Rabattcode Uhrenratgeber 5. Wie immer, ja, zieht euch 5% nochmal ab. Also dementsprechend für 30 Euro weniger ungefähr. Also für 569. Ihr rechnet selber aus. Ein Wahnsinnspreis-Leistungsverhältnis. Also ganz ehrlich, wenn die so weitermachen und demnächst vielleicht eine Uhr mal rausbringen, die so mehr in Richtung klassischer Diver geht, ja, komplette Konkurrenz für andere etablierte Marken in dem Preissegment. Weit darüber hinausgehend sogar. Ja. Und ich glaube aber, dass man bei Circular, und das finde ich auch wieder lobenswert, man ist nicht hingegangen und hat sich gedacht, so, wir machen jetzt irgendein Lookalike. Man ist hingegangen von vornherein und gesagt, okay, wir glauben an das, was wir tun. Es ist ja auch nicht die erste Uhr von denen. Und entwickeln Uhren in unserem Style. Und hoffen dann natürlich Leute zu finden, die das genauso schön finden. Und das ist genau der Spirit, den ich finde, den eine Marke braucht, um heute am Markt bestehen zu können. Und deshalb absolut top. Und eine Sache habe ich noch hier. Guckt euch das mal an.
Na, kennt ihr dieses Ziffernblatt so in dieser Form noch? Ein Meteoriten-Zifferblatt, ja, hatten wir bei der Formex zuletzt mal gesehen, haben wir hier auch in einer, ich glaube, auf 99 Stück limitierten Sonderedition. Und die kostet dann, ich habe sie jetzt hier mit Kautschuk, die ist aber aktuell im Shop nur noch verfügbar mit Stahlband dann 899 Euro. Ja, das war ein Wort mit einem Meteoriten-Zifferblatt, oder? Das ist der nächste Burner. Also Wahnsinn, was man da macht. Und Respekt, ja. Auch hier, die hier gibt es mit Stahlband und Kautschuk dann. Dann liegt sie bei 6,99. Ja, also meine Lieben, das ist wirklich absolut Preis-Leistungs-Hit. Brauchen wir nicht anders überlegen. Wir haben hier eine Dornschließe dran. Und ihr wisst, die meisten scheitern bei mir tatsächlich immer daran, dass sie, also sogar Sinn und so weiter, hat mir hier schon Dornschließen abgeliefert, wo ich gedacht habe, bitte, ja. Hier nicht. Genau so würde ich eine Dornschließe machen. Massiv, dick, ja, mit einem schönen, normal passenden, zu dieser Breite des Bandes auch Dorn drin. Das ist super. Das ist einfach perfekt. So muss sie sein. Das ist jetzt kein High-End-Piece, wo ich jetzt stundenlang drüber philosophiere und sage, wow, aber genau das ist doch die Kritik, die ich so häufig angewendet habe. Warum macht ihr denn nicht so einen, bei so einem Band dann eine schöne, vernünftige Dornschließe dran? Warum muss da irgendwie sowas Billiges rumbaumeln? Das haben wir hier nicht. Jetzt ziehe ich euch mal die Uhr an. Das wird natürlich mit 40 mm und im Übrigen Horn zu Horn 46 mm bei mir am Arm ein wenig untergehen. Ich weiß, Watch Maxe hatte die Uhr auch. Ich finde das faszinierend. Er ist ja auch, so wie ich, kein schmales Persönchen. Und das hat aber schmale Handgelenke. Ich habe immer gedacht, naja klar, ich bin so ein Brecher und irgendwie habe ich auch so Brecher Handgelenke dadurch. Nein, das ist nicht so. So, also, ich präsentiere euch an meinem Arm die Circular, während sie beim lieben Alex, war schon, beim lieben Axel am Arm perfekt passt, ist es bei mir natürlich ein bisschen klein. Ja, ich wollte gerade sagen, wobei es geht, aber nein. Bei mir ist sie etwas klein. So, habe ich noch irgendwas in meinen Notizen, das ich jetzt im Schwall meiner Begeisterung für euch vergessen habe? Ich glaube aber nicht. Wir haben also C3 und BGW9, also Superluminova, 120 Klick Lünette, Saphir Glas Lünette, ja. 12,8 mm im Übrigen in der Höhe. Wir haben einen Minuterie komplett leuchtend. Wir haben Leuchtmasse in der Krone. Wir haben dieses wunderbare Kautschukband. Ja, also wirklich. Es ist ein für mich absolut super gelungene Uhr. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie ist dieses Jahr erst rausgekommen. Dementsprechend wird die garantiert in unserem Community Award im nächsten Jahr mit drin sein, weil ich habe ja gesagt, alles, was bis dahin gekommen ist, kommt rein. Und natürlich ist es dann so, 12 Monate später, werdet ihr diese Uhr garantiert wählen können. Also ich glaube, dass Preis-Leistung wird vielleicht einen neuen Spitzenreiter kriegen, aber das Jahr ist ja jetzt sozusagen noch lang. Wer weiß, was noch kommt. Ich glaube, ich habe hiermit mich komplett ausgeblubbert. Ich glaube, viel mehr gibt es tatsächlich nicht zu sagen. Gibt der Marke eine Chance. Also wenn jemand überlegt, macht es und ihr werdet begeistert sein. Da bin ich absolut überzeugt. Ihr wisst, dass ich nichts hier anpreise oder aufnehme, wo ich persönlich nicht hinterstehe. Und jeder, der mir hinterher sagen möchte, ne, das stimmt doch nicht, was du gesagt hast, der kann vorbeikommen und kann mir beweisen, dass das nicht so ist. Weil es wird nicht so sein. Aber gerne höre ich mir dann eure Kommentare an, wenn ihr begeistert diese Uhr bestellt habt. Und ich glaube auch, es gibt bestimmt welche von euch da draußen, die schon die Uhr haben. Deshalb schreibt das mal in die Kommentare. Und dann war's das. Dann gebt dem Video einen Daumen hoch, wie immer. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Sonst würdet ihr nämlich immer solche wunderbaren, schönen Uhren verpassen. Das wollt ihr nicht. Und mein letzter Hinweis für den Sonntag. Wie ihr wisst, Maurice Lacroix Icon wird verlost. Ihr habt die Chance. Wichtig ist schon mal jetzt auf den Abo-Button klicken, weil das wird eine der Grundvoraussetzungen sein. Und das wäre es gewesen. Oh nein, es gibt auch noch eine Überraschung am Sonntag. Corazon del Mar wird noch eine sehr, sehr schöne Uhr vorstellen.
Aber egal, ich verrate nicht weiter. Es gibt aber nicht viele, viele davon. Egal. Sonntag, wir sehen uns. Ihr rein mit euren Kommentaren. Bis dahin mal. Ciao, ciao.